Ja, Stochastik ist für manche ein leidiges Thema. Man kennt es ja aus der Unterstufe von damals. Man hat es immer nur ein bisschen angeschnitten und dann in der Oberstufe prescht es über einen herein. Und ich habe jetzt erstmal so ein bisschen noch die Anfänge für die wichtigen Aufgaben, auch fürs Abitur, hinterher eigentlich gar nicht so wichtig. Nur noch mal jetzt für den Fall, dass ihr es am Anfang noch mal macht. So grob, um reinzukommen. Stellt euch vor, ihr nehmt eine Kugel, habt die Kugel in der Hand und lasst sie runterfallen und ihr fragt euch, ob sie ankommt oder nicht. Das ist kein Zufallsexperiment, denn die Kugel kommt an, es sei denn, die Schwerkraft ändert sich. Ganz anders verhält sich dabei, wenn ihr jetzt einen Würfel habt, einen normaltypischen Würfel, den ihr vielleicht kennt, auch vom Kniffel, mit 6 Feldern, alle sind gleich groß und es gibt die Zahlen 1 bis 6 und ihr lasst den Würfel runterplumpsen, dann habt ihr ein Zufallsexperiment, denn ihr wisst ja nicht, vorauszusagen sicher, dass zum Beispiel die 6 kommt, es sei denn, der Würfel sei von euch gezinkt. Also ein ungezinkter Würfel, wie gesagt, mit gleich großen Feldern, da kommt vielleicht dann auch der Laplace ins Spiel, falls ihr das gehört habt. Ein Laplace-Experiment wäre das, weil alle Felder eben gleich groß sind und die Wahrscheinlichkeiten für alle Felder gleich groß sind. Weil eben kein Feld irgendwie größer ist oder der Würfel nicht gezinkt ist, sodass ein Feld irgendwie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit fallen würde. Bisschen zur Schreibweise und zu dem, was da jetzt auftauchen kann. Omega ist dieses komische Zeichen aus dem griechischen Alphabet. Omega heißt nichts anderes als der gesamte Ergebnisraum oder die gesamte Ergebnismenge, die jetzt möglich ist. Logischerweise kann da 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 fallen, wenn ihr diesen Würfel fallen lasst. Betrag kennt ihr ja vielleicht noch, machen ein negatives Ergebnis positiv. In der analytischen Geometrie ist es die Länge eines Vektors. Hier, Betrag Omega, ist es ganz einfach das Abzählen, wie viele Möglichkeiten habe ich hier. Es gibt insgesamt 6 Zahlen, das sind insgesamt 6 Möglichkeiten. Ein Ereignis, was ich mir jetzt ausgedacht habe oder was typischerweise immer vorkommt, ist eine gerade Zahl fällt. Also ihr fragt euch dann hinterher, mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt eine gerade Zahl. Erstmal definiert ihr, eine gerade Zahl fällt. Das Ereignis wäre logischerweise 2, 4 und 6. Das kann genauso gut eine ungerade Zahl sein, 1, 3 und 5 oder eine Primzahl oder eine Zahl, die größer als 2 ist. Größer als 2 wäre die 3, 4, 5, 6. Jetzt, wie gesagt, relativ einfach, eine gerade Zahl fällt. Das Ereignis ist festgelegt und Betrag von E, also wieder das Abzählen, wie viele Möglichkeiten hat man für eine gerade Zahl? 1, 2, 3 Stück insgesamt. Wir haben also 6 Ziffern, 6 Zahlen insgesamt und dreimal kann vorkommen, unser Ereignis eine gerade Zahl fällt. Die Wahrscheinlichkeit, wie ich jetzt eben das Ereignis ausrechne, mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt eine gerade Zahl, wäre P von dem Ereignis E, ist gleich, hört sich ein bisschen gestochen an, aber ich kann es nicht ändern, Betrag von E durch Betrag von Omega, also das, worum es uns geht, das wären 3 Zahlen, 2, 4 und 6, geteilt durch Betrag von Omega, also all das, was kommen kann, 6 Möglichkeiten insgesamt, wäre 3 durch 6. 0,5 im Taschenrechner, wer es noch gerne möchte, entspricht, wenn ich diese Zahl hier 0,5 mal 100 nehme, der Prozentzahl 50%. Eigentlich ja auch so vom Sinn her klar, es gibt drei ungerade, drei gerade Zahlen, 50-50, aber wie gesagt, das wäre die reine Berechnungsmöglichkeit. Ich habe mal noch zwei Sachen genommen. P, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl fällt. Kurz drüber nachdenken, wir haben nur Zahlen und dass eine Zahl fällt, ist logischerweise 1, also 100%. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 7 fällt, 7 ist gar nicht mit dabei, kommt also 0 mal vor, ist natürlich 0, also 0%.